Hallo ihr Lieben, heute soll es ein DIY Last Minute Adventskalender geben. Und zwar, ich habe Tee-Adventskalender gebastelt und habe euch zwei verschiedene Varianten mal abgefilmt. Einmal eine ganz, ganz schnelle Variante, die auch nicht ganz so sauber ist. Und dann noch eine etwas aufwendigere Variante, wo es dann aber auch ein bisschen ordentlicher aussieht im Nachgang. Und ja, ich bin kein großer Bastler, ich bin da sehr, sehr unbegabt und ja, aber ich habe es auch hingekriegt. Ich habe nur bei dem einen Adventskalender total gefailt. Ich habe aber ja auch nur zwei Stück gebastelt, damit ich euch die zwei Varianten zeigen kann. Das heißt, mir reicht der eine und ja, ich zeige euch jetzt erstmal, wie die fertigen Kalender aussehen. Und zwar, der erste sieht ganz einfach so aus. Das ist, wie gesagt, ein Tee-Adventskalender. Ich weiß, man kann diese Tee-Adventskalender auch schon fertig kaufen. Das kann man machen, ja, sicher, aber ich finde, wenn man das selber bastelt, ist das doch nochmal etwas ganz, ganz anderes und etwas ganz, ganz Persönliches. Denn man kann ja hier die Lieblingsteesorten desjenigen reinfüllen und ja, das habe ich auch getan. Und ich habe das schon anmarkiert, also hier unten, seht ihr das, dass man hier das dann aufmachen kann. Und ja, dann kann man so nacheinander einfach den Tee rausziehen. Man könnte jetzt hier noch einen Aufkleber drauf machen mit Adventskalender oder ein Bändchen drum binden. Ich habe das jetzt aber erstmal einfach so ganz schlicht gelassen und ja, das wäre Variante Nummer 1. Und Variante Nummer 2 ist die, die gefailt hat, weil im Normalfall muss man die Adventskalender ja so rumhalten, damit man das hier unten rausziehen kann. Ja, aber wie ihr seht, steht leider Pinguin und Schneemann auf dem Kopf, deswegen müsste ich den jetzt so rumnehmen, dass man es da hier oben rausziehen kann. Das war mein Fail, das ist die einfachere Variante. Die würde ich nur empfehlen, wenn man wirklich Gutes in Geschenke einpacken, weil man hier unten das Ganze ja so umfalten muss und ich habe da absolut kein Talent für. Wenn ich Weihnachtsgeschenke einpacke, sieht das immer aus wie Sau. Weswegen ich das auch immer tunlichst vermeide, Geschenke einzupacken. Ich lasse es dann immer lieber gern von anderen machen. Und ja, das ist die zweite Variante für den Tee-Adventskalender. Wie gesagt, auch hier könnt ihr einfach noch was draufkleben, Schleifchen drum binden oder was auch immer. Aber das habe ich jetzt einfach auch mal nicht gemacht. Wie gesagt, bei mir steht da jetzt leider auf dem Kopf. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, wie ich die Dinger gebastelt habe. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Hier seht ihr jetzt erstmal die Sachen, die ich für den Kalender benutzt habe. Klebeband, Tee, eine Verpackung und eine Schere natürlich. Ihr könnt auch Prittstifte nutzen. Ich habe dann erstmal bei der ersten Variante das Teepäckchen komplett auseinandergenommen und erstmal den ganzen Tee so rausgeholt. Dann habe ich die Verpackung quasi kaputt gemacht und habe einmal alles komplett auseinandergefaltet, wie ihr es jetzt hier sehen könnt. Es dauert etwas, das Ganze auseinanderzufalten. So, dann habe ich das Geschenkpapier genommen, was ich gekauft hatte und habe da dann einfach, wenn es jetzt mal hier passiert, das draufgelegte, auseinandergefaltete und habe das grob mit einem Stift nachgezeichnet mit ein bisschen im Rand. Also ich habe das jetzt auch nicht ordentlich gemacht, sondern einfach so Pi mal Daumen, wie ich das jetzt so gedacht hatte. Und habe das Ganze dann danach, nachdem ich es aufgezeichnet hatte, natürlich auseinandergeschnitten und zurechtgeschnitten. Ihr könntet das jetzt natürlich auch so machen, dass ihr statt Geschenkpapier einen Karton nehmt und diesen Karton dann selber nochmal faltet. Dann habt ihr nicht eine Verpackung, die ihr einfach umklebt, sondern einen richtigen eigenen Karton. Das wäre natürlich auch noch eine Variante. Aber ich hatte keinen Karton mehr da und habe gedacht, ich klebe das einfach drumherum. Ich habe den Karton dann mit so ein paar Power-Tapes vom Fotodings da einfach fixiert und dann die Ecken einfach erstmal alle umgebogen und umgeklebt und habe das Ganze dann hinterher mit Klebestreifen einfach fixiert, dass es hält. Gott, das dauert aber auch lange, bis ich das hier umgebogen habe. Ah, okay. Genau, nachdem ich das dann alles fertig geklebt hatte, habe ich dann die Stelle gesucht, wo dieses Fensterchen ist, was man quasi rausmachen kann, damit man den Tee dann nimmt. Habe das dann erstmal mit den Fingernägeln so ein bisschen nachgefahren und habe dann mit einem Messer so leicht das Papier angeritzt. Ganz einfach, dass, wenn man den verschenkt, derjenige das dann da auch aufmachen kann. Und ja, habe dann den Karton erstmal so weit zusammengefaltet, bis auf eine Stelle natürlich oben, wo ich dann den Tee reingefüllt habe. Und habe das halt erstmal wieder so halbwegs verklebt, dass es hält. So, dann habe ich meine ganzen vielen verschiedenen Teesorten gehabt und
weil ich es ja hübsch machen wollte, habe ich natürlich die einzelnen Teepäckchen alle nochmal eingepackt und habe mir im Internet diese Kalendertürchen rausgesucht und ausgedruckt. Und die klebe ich dann hinterher noch auf die eingepackten Türchen mit drauf, aber dafür musste ich die erstmal alle ausschneiden und das hat eine Weile gedauert. Das war eine sehr, sehr mühselige Arbeit, das alles auszuschneiden. Nachdem ich dann die 24 Plättchen quasi ausgeschnitten hatte, habe ich angefangen, den Tee einzupacken und da habe ich einfach, wie es kam, einfach nur das Geschenkpapier drumherum gewurschtelt und eingepackt und ja, wo ich dann fertig war, hinterher die Zahlen draufgeklebt. Und als ich das dann 24 Mal gemacht habe, was eine ziemliche nervige Arbeit war, habe ich dann einfach den Tee reingefüllt. So, da seht ihr dann nochmal das fertige Ergebnis mit dem angeritzten Papier. Das sieht zwar nicht schön aus, dass das so angeritzt ist, aber naja, es erfüllt seinen Zweck und derjenige weiß wenigstens, wo er den Tee aufmachen kann. Und ich habe dann diese Kante, die ihr hier seht, die habe ich dann im Nachgang noch zugeklebt. Einfach, dass es besser hält, aber ich habe es da gedacht, es hält vielleicht auch so, aber das stand zu sehr unter Spannung. Also habe ich es dann doch hinterher noch zugeklebt mit Klebestreifen und ja, dann war ich auch schon fertig. Bei der zweiten, etwas schnelleren Variante habe ich es einfach so gemacht, da habe ich das Fenster unten schon rausgestanzt quasi, wo dann hinterher der Tee rausgenommen werden soll. Dann habe ich einfach die leere Teeverpackung einfach einmal komplett mit Geschenkpapier quasi eingewickelt, habe die Enden, wie gesagt, wie ein Geschenk eingepackt und umgefaltet und ja, das habe ich erstmal da gemacht. Nachdem ich dann fertig war mit dem Einfalten und Umfalten, habe ich das Loch wieder ausgeschnitten, quasi, wo man den Tee entnehmen kann und habe das so ein bisschen umgeknickt und dann in das mit Klebestreifen fixiert, dass es jetzt nicht wieder rauskommt jedes Mal. Und ja, danach habe ich auch wieder die fertig eingepackten Teepäckchen mit den ausgeschnittenen Zahlen, wie ich es beim ersten Mal auch gemacht habe, wieder eingefüllt. Das war hier bei der zweiten Variante etwas schwieriger, weil ich erstmal nicht so zurechtgekommen bin, das durch das Loch alles wieder gerade reinzukriegen. Das hat etwas gedauert, aber wo ich dann den Dreh raus hatte, konnte ich die Teepäckchen 1A wieder da reinschieben und das hat auch dann alles ganz gut geklappt und ganz gut gehalten. Und ja, hier seht ihr jetzt nochmal ganz, ganz kurz den fertigen Kalender. Wie gesagt, der ist mir gefehlt, weil ich den einfach falsch rum eingepackt habe. Das waren meine zwei Schnellvarianten für so einen Last-Minute-Tee-Adventskalender. Ich denke, Leute, die gerne Bücher lesen, trinken meistens auch gerne Tee, nicht immer, aber meistens. Und ja, wenn man noch keine Idee hat und für wen vergessen hat, Adventskalender zu machen oder noch spontan einen verschenken möchte, fände ich, ist das als Last-Minute-Idee eine ganz, ganz süße Idee. Der hier wird verschenkt, den behalte ich selber. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich da jetzt alles genau reingestopft habe an Tee. Und ja, hiermit überreiche ich mich dann jetzt selber jeden Tag, weil wie gesagt, der ist komplett gefehlt, weil er auf dem Kopf steht. Aber nein. Wenn ihr jetzt noch eine andere Variante für einen Tee-Adventskalender sehen wollt, dann schaut mal auf dem Blog von der Anni vorbei. Die hat euch da heute auch noch ein DIY zum Tee-Adventskalender online gestellt. Mit einer etwas anderen Variante, wie man das Ganze auch noch basteln kann. Und ja, wie gesagt, wenn ihr da noch Inspirationen braucht, schaut bei ihrem Blog einfach mal vorbei. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.